Was ist mit meinen Haaren? Ja, damit herzlich willkommen zu Tag 17 im Putzspurtmonat. Dem nachgeholten Tag 17, wie ihr mitbekommen habt, da war ich am Wochenende ja etwas ausgenockt durch die Impfungen. Und versuche das Ganze jetzt nachzuholen. Also heute ist 2 Tage später. Eigentlich wollte ich heute alles erledigen, aber es sind diverse Dinge dazwischen gekommen. Teilweise erfahrt ihr das dann am Montag. Also nee, bei euch ist da nicht Montag, wahrscheinlich an Tag 19, also übermorgen. Und ich versuche jetzt wenigstens so ein kleines bisschen was noch zu schaffen, weil morgen muss ich ins Büro. Da kann ich nicht so viel machen, weil abends auch noch Sport geplant ist. Und dann am Mittwoch alles zu machen, wäre ein bisschen viel. Deswegen versuche ich jetzt wenigstens mal die Klos zu putzen. Und mache jetzt einfach einen kleinen Schnelldurchlauf. Wundert euch bitte nicht über das Chaos im Bad, das wird alles übermorgen aufgeklärt. Hallöchen, es ist mittlerweile schon Donnerstag und die eigentliche Aufgabe wäre am Samstag dran gewesen, also vergangenen Samstag. Und da ich jetzt sowieso in den Keller muss, weil wir morgen mit den Katzen zum Tierarzt müssen, zum Impfen und die Boxen hochholen, damit Coco morgen früh nicht gleich einen Herzinfarkt bekommt, sondern sich heute den Abend über so ein bisschen schon mal an die Boxen gewöhnen kann. Ja, da ich eh in den Keller muss, gehe ich die ganze Sache jetzt mal an. Ich würde mal die Sachen, die hier rumstehen, einfach in den Keller räumen, weil da würde ich es jetzt zumindest über den Winter lagern wollen. Was den Tisch angeht, keine Ahnung. Also das Tischproblem muss ich nochmal vertagen. Das packe ich vielleicht auch irgendwie in den Tag rein. An einem Wochenende in nächster Zeit, wo nicht so viel los ist. Ich will den auf jeden Fall, wenn wir Besuch bekommen, da nicht stehen haben. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich das Ganze handhaben soll, weil ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem hin soll. In den Keller wird er wahrscheinlich nicht passen. Das ist mir letztens dann eingefallen. Die Tür ist relativ schmal. Also der eigentliche Kellerraum schon, aber wir haben da so kleine Abteile dann und ich glaube, diese Abteiltür ist zu schmal. Und selbst wenn wir den irgendwie seitlich reinmachen, ist das Abteil an sich wahrscheinlich auch zu schmal, als dass wir den dann so rumhieven können. Also in den Keller kriegen wir den wahrscheinlich nicht. Das heißt ja, ich muss hier irgendwo einen Platz finden und ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt, wo der sein sollte.
Deswegen muss ich da noch mal ein bisschen kreativ werden. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal das andere Zeug runterbringen, was hier steht. Und diese eine Kiste, die ich aus dem Büro raus habe, mit Sachen, die im Büro waren, die aber da nicht hingehören, die werde ich mir jetzt auch gleich noch mal angucken. Und dann ist zumindest mal ein bisschen von der Arbeit getan und dann, ja, schon mal weiter. Nicht scharf zieht, setze ich mich einfach mal vor die Katze. Ich habe jetzt hier noch diese beiden Sachen, die werde ich jetzt gleich noch mal in eBay einstellen. Was weg ist, ist weg. Und ich habe noch ein, zwei Sachen zum Basteln, die ich in den Keller bringen werde. Ich werde jetzt aber jetzt sofort nicht in den Keller gehen. Ich habe keine Lust, da noch mal runter zu gehen. Aber wir müssen nachher eh noch mal weg. Das heißt, da werde ich es dann einfach mitnehmen. Und dann habe ich noch diese Box übrig. Und werde mir jetzt mal überlegen, was ich mit der mache. Weil ich möchte sie eigentlich gern behalten. Das ist eine schöne Box. Ich werde jetzt mal ein bisschen sauber machen und dann schauen wir mal, was ich da reinpacken könnte. Es gibt natürlich genügend Sachen, die keinen wirklichen Platz haben. Aber ob die dann wirklich in der Box besser aufgehoben sind, ist halt die Frage. Ich hätte noch ein paar Einmachgläser oder ich ersetze diese Holzkiste, die nicht ganz so schön ist, die aber eigentlich schön sein könnte, wenn ich sie ein bisschen abschmirgle oder anstreiche oder lackiere. Die würde ich eigentlich gerne lackieren oder so. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was ich mit dieser Box mache. Ansonsten werde ich die erstmal so aufbewahren und wenn mir dann was vor die Füße springt, was ich reintun könnte und ich bin mir sicher, es kommt was, weil ich habe einfach zu viel Zeug. Dann werde ich sie benutzen. Ich könnte meine Kerzensachen da reinpacken. Das ist eine gute Idee. Siehst du, schon was gefunden. Also, somit erkläre ich diesen Tag jetzt mal für abgeschlossen. Lange hat es gedauert. Wie gesagt, es ist schon fast eine Woche später. Und sobald ich ein bisschen Zeit habe, vielleicht am Wochenende mal, dieses Wochenende, werde ich mir was für den Tisch überlegen, weil es wird jetzt langsam Zeit. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.